Was denkst du über Vorherbestimmung? Nun, ich wusste beispielsweise, dass du das sagen würdest. Im Ernst? Wie kannst du bitte wissen, was ich sagen wollte? Da alles in jeder Version jeder möglichen Realität passiert. Es war wahrscheinlich, dass dieses Ereignis zu einem gewissen Zeitpunkt eintreffen würde. Ah, verstehe. Sehr schlau. Ich wette, du wurdest dazu programmiert, diese Antwort zu geben, wenn das Thema aufkommt. Dass du das sagen würdest, wusste ich auch. Reichweite.
Lust auf eine kleine Herausforderung, Adam? Immer. Du stinkst total ab! Was ist los? Sein. Dieses Gebiet ist voller Leben. Muss an diesen Wolken liegen. Gar nicht wissen, was in diesen schleimigen Frikadellen ist. Sie enthalten hochkonzentriertes Dihydrogen zur Fahrt mit. Ich hab gesagt, ich will es nicht wissen, Hive. Der Scan ist abgeschlossen. Ach, ich glaube, ich brauche hier noch eine heiße Dusche. Unser Kontakt beschränkt sich auf einen Datenstrom. Trotzdem. Dieses Myzel sein, von dem der Wissenschaftler gesprochen hat. Ja, es steht auf der Liste. Scannen wir es und verschwinden, bevor es sich weiter ausbreitet. Ich bin froh, dass wir es noch scannen müssen. Ich stimme zu. Ich hätte dagegen protestiert, erneut solche unhygienischen Lebensformen an Bord zu nehmen. Sie könnten meine Schaltkreise befallen. Als hättest du ein Mitspracherecht, Hive. Thank you.
diese arthurianischen Würmer. Was hältst du von denen, Hive? Ich finde sie durch und durch hässlich. Ich meine, hast du irgendwelche Daten über sie? Nur, dass sie sich als Gäste beim Abendessen schlecht machen würden. Und dass meiner Berechnung nach ihre Kiefer genug Kraft entwickeln können, um unser Schiff zu zermalmen und durchzukauen. Hab ihn. Ach, irgendwie tut er mir leid. Aber ich wäre froh, wenn ich nie wieder in den Schlund eines Höhlenwurms schauen müsste.
sind ausnahmsweise weder klebrig noch hässlich. Qualitätsmerkmale. Erinnere mich beim nächsten derartigen Auftrag, dass ich nur nicht schleimige Aufgaben übernehme. Wenn du nur auf mich hören würdest. So, Qualm von der Liste gestrichen. Das waren alle Scans. Wir können zurück zur BRI-Bioanlage. Und wieder eine Ablenkung von unseren dringenderen Pflichten. Ich weiß doch, dass du diese Forschungsexpedition magst, Hive. Auch wenn du es nicht zugibst. Sie stimulieren meine Speicherbänke etwas mehr als die immer gleichen Fechte. Dachte ich mir. Thank you.